herzlich willkommen zurück zu Paper Mario der Origami King. Ich muss leise sprechen, denn Mario ist am Schlafen. Okay, Spaß, herzlich willkommen zurück zu Mario. Paper Mario der Origami King, herzlich willkommen. Und ja, wir sind hier stehen geblieben und die Blumen sind nachgewachsen, okay. Ich nehme das gerade sofort wieder hintereinander auf, denn ich brauche ein paar Videos im Vorproduzieren, denn... Pass auf! Falls du nicht schweben kannst, so wie ich, solltest du da vorne vorsichtig sein, Mario. Siehst du das große Loch dort im Boden? Pass lieber auf, dass du nicht reinfällst. Okay. Vielleicht kann man da ja irgendwie reparieren. Mit wie? Jetzt habe ich es hier, fang! Leere Schnipselbeutel. Hier kannst du bunte Papierfetzen sehen, die du aus dem Baum gerissen hast, gerieselt hast, sind da runtergefallen. Bist du... Das sind Schnipsel. Also... Hier besteht alles aus Papier, also ist natürlich aus jeder einzelnen Schnipsel ein kleiner Teil aus unserer Welt. Und deshalb dachte ich, wenn du genug Schnipsel sammelst und sie über den Loch verteilt, könnte man so das Problem beheben. Siehst du das kleine Symbol, das gerade funkelt? Es zeigt dir, wie viele Schnipsel du gerade besitzt. Probier doch mal mit deinem Hammer von Blumen Gräserbüscheln und ein paar Schnipsel loszuklopfen. Und wenn du damit fertig bist, musst du mich nur noch mal retten. Okay, tut mir leid. Okay. Oh, das ist geil. Das heißt, das hat sich sogar gelohnt. Mario, ich glaube, jetzt hast du genügend Schnipsel. Jetzt geh nochmal zum Loch, aber sei vorsichtig. Aber kann ich noch weiter einsammeln? Ja, okay. Also ich glaube, dass dein Beutel schon voll ist, bis oben hin, bis Schnipsel sind. Geh doch einmal zu diesem größeren Loch, okay. Aber ich wollte ein bisschen, also das heißt, es ist gut, dass ich im letzten Part doch noch, also, mehr habe. Gut, und jetzt solltest du dich recht nah an diesen schaurigen Loch stellen. Und wenn du bereit bist, drücke ZE, um Schnipsel darüber zu kippen. Ja, ZR, H, ZR, Bua, ZR, Bua, ZE. So, Soundeffekte sind keine Pflicht, aber äußerst empfehlenswert. Oh ja. Oh, wie viele Münzen. Also ich glaube, es klingt zumindest, als hätte es das. Tja, wenn es einmal funktioniert, sollte es auch bei allen anderen Runden lösen. Löchern hinaus. Nenn mich einfach Optimistin. Optimistin. Okay, ach, keine Ahnung. Optimistin, okay. Oh nein, ich hoffe, du hast nicht nur diesen Moment in Erinnerung behalten. Achso, das bist du! Könntest du mir vielleicht helfen, meinen Kopf hier rauszuziehen? Also, das bist du! Ich dachte, hey, wer ist das? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass mir sie fehlt. Der ist Olivia, oder? Aber ich werde die immer noch Olivia nennen. Finde ich besser, den Namen. Puh, das fühlt sich schon viel besser an. Danke. Gut, also, wo wären wir hier? Hier ist niemand, den wir nach... den Weg fragen könnten, das könnte ein Problem sein. Aber wir können die Gegend hier etwas erkunden. Ich weiß nicht, ob es dir eine große Hilfe bin, aber wenn du X drückst, können wir jeder als plaudern. Ich werde mein Bestes tun. Okay. Hauptsache, ich wäre jetzt weitergegangen. Zu 100%, ich wäre einfach weitergegangen. Wenn ich diesen Weg nicht gefunden hätte. Oh, hier haben wir auch noch einen... den Fallkreis. Huch, das bedeutet, dass mein Bruder schon ganz nach Belieben an dieser Welt herumgebastelt hast. Das ist ganz schlechte Neuigkeiten. Schlechte halt. Warte mal. Yay! Nur einmal noch, ich wollte es euch mal zeigen, wie das so geht. Und das finde ich cool. Okay, das ist cool. Aber ich kann keine Kamera umdrehen, oder? Also. Pilz, Item, ein praktisches... ein praktischer Pilz, den Mario Kopie jederzeit auffüllt. Hoch, Mario, das ist ja ein Item von... Sowas habe ich mal gehört. Items sind super nützliche Hilfen für Abenteuer. Du kannst dir alle Items ansehen, die du gesammelt hast, wenn du dein Menü aufrufst.
Drücke dagegen X, dann kannst du es sofort Y, dann kannst du es auswählen und einsetzen. Super praktisch, oder? Ja. Aber wie? Eigentlich wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Menü aufrufen, aber es geht nicht. Okay. Logisch. Logisch. Toll, eine schöne Aussicht. Ach, die könnte ich mir den ganzen Tag lang ansehen. Allein da oben auf dem Berg, da... Warte mal. Was ist das da denn? Das Schloss? Das ist doch die Außenanlage von Pilzpalast, oder? Ich habe gesehen, wie sich Luftschlangen meines Bruders um den Palast geschlungen hat und ihn in die Luft gehoben haben. Und dann war er weg. Moment, da ist er. Siehst du es ganz oben auf diesem weit entfernten Berg und es ist immer noch ganz, noch um die ganzen Luftschlangen umwickelt. Mein Bruder muss immer noch die da drin sein, zusammen mit der Prinzessin Peach. Er macht bestimmt schon Pläne. Ich werde dich aufhalten, Bruder. Als deine Schwester ist das meine Pflicht. Oh, wo wir gerade von Bruder sprechen. Ich habe eine grüne Mütze in das Loch fallen sehen, wo der Palast war. Es tut mir leid, diese Mütze stand deiner Mütze sehr nah, oder? Ich wusste doch, dass ich recht hatte mit der Mütze. Das ist ein großes Problem. Wir sollten schnell dahin zurück, wo sie hingefallen ist und nachsehen, wie die Lage ist. Und wir sollten nach... Wir sollten auch nach deinem Bruder schauen, wenn wir schon da sind. Ich hoffe, es geht ihnen auch gut. Sprechen würden... Problem. Ah, so. Wie geht Hammer nochmal? Ah. Ich wollte gucken, wie der Hammer geht. Weil ohne Hammer, ja... Okay, aber es ist interessant mit diesen, ja, Teilen. Nur ich muss noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Und irgendwie höre ich keinen Ton. Ach, guck mal! Schatzminis gesammelt, was das heißt, es gibt wahrscheinlich noch. Oh Gott. Okay, da ist wer. Ah, ich kann die wieder auch sammeln. Einer mit einem Schnurrbart. Er ist ganz platt und aus Papier. Ja, ich bin aus Papier, Leute. Okay, und was mache ich jetzt hier? Ah, hier. Aber darunter geht jetzt dahin. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal zum Fragezeichenblock, oder nicht? Hab nichts mehr, das heißt, ich muss nachfüllen. Aber eigentlich voll cool, das mit. Also, das heißt, du wirst also sehen, ein bisschen aufgefordert, hier zu farmen und so halt. Das finde ich eigentlich cool. Also, meines Beachtens. Das heißt, ich kann auch reinfallen, bis es noch nicht fertig ist. Ach so, okay. Sagt er doch gleich. WTF, wir haben Part 2 und haben schon 1600 Münzen. Ist klar. Und ich werde mal ganz kurz... mit euch hier farmen. Yay. Ich denke, wenn ich auch vielleicht an so einen Ort, wo Blumen sind, mal Pause mache, wie jetzt, oder keine Ahnung, stehen muss, wo ich den Part dann beendet habe, vererbe ich ein paar Papierschnipsen immer am Ende des Parts. Also ihr werdet zwar nicht sehen, aber sammeln halt. Genau, um sowas zu... Ja, ja. Um sowas zu machen.
Weil das nervt jetzt doch schon mal so langsam. Muss man leider sagen. Also ich finde, ja, das mache ich auf jeden Fall. Und ihr seht es vielleicht, ich nehme das ja sofort nach dem ersten Part auf. Vielleicht erkennt ihr es ja wegen dem T-Shirt. Denn ich bin wieder am Vorproduzieren. Ich muss ja ein bisschen mehr Mario und, ja, Paper Mario machen. Da andere schon irgendwie gefühlt unendlich weit sind. Und ich sag schon mal, vielen Dank für die 150 Abonnenten. Vielen Dank, Leute. Ich werde es bestimmt nochmal in irgendeinem Livestream sagen, denn der nächste kommt auch schon bald. Ich glaube, das Video ist dann auch schon draußen, aber... Das Video ist da noch nicht draußen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal den Livestream gemacht, glaube ich. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Also wenn ich jetzt schon im ersten Part, also im zweiten Part hier sterbe, dann kann ich, ja, muss ich das gar nicht mehr versuchen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Jetzt mal hier unten gucken. Nee, hier ist einfach nichts. Yay! Ob er daran zieht? Ja, ich ziehe daran anscheinend. Ist das jetzt wirklich eine Art Memory? Okay, das ist geil. Okay, das ist geil. Noch ein Item, Schrummelpilz, ein vertrockneter Pilz. Besserin, um ihn wiederherzustellen, okay. So, jetzt gibt es eine 50-50 Chance. Ja, und jetzt juckt wieder mein Ohr. Ihr kennt das von mir, Leute, oder nicht? Leben, danke, bitte. 20, scheiße, ich bin immer noch nicht ganz. Ey, ey, was ist das? Schatz Mini, Pilzpalast. Okay. Ein Schatz Mini? Hä, das, die sind so süß. Mario, du sollst unbedingt mehr von ihnen sammeln, vielleicht sogar alle. Ja, ich finde die auch süß. Also, Gold, das ist ja richtig gut. Nein! Boah, ich dachte jetzt, wenn ich jetzt da nicht drauf wäre, das ja. Aber selbst, also mein erster Eindruck des Spiels und ich habe mich schon wieder verdrückt. Also der erste Eindruck des Spiels. Ja, ich gebe zum zweiten Part, mache ich das. Das ist aber cool, muss man sagen. Irgendwie... Es macht Fun, oder? Es macht halt richtig viel Spaß, das zu zocken. Muss man halt sagen. Was macht ein Radio da? Was macht Birdo da? Was macht Birdo? Was hat Birdo da gemacht? Es passiert eine Menge seltsamer Dinge. Oh ja. Und hier ist bestimmt auch noch ein Schatz. Leute, es wird bestimmt noch ein bisschen öfters passieren, also... Ich vergesse das meistens, weil man denkt dann, es ist fertig, dann fühlen wir aber wirklich nur noch so Minischnipsel halt.
Oh, eine Feuerblume. Welkende Feuerblume, ob Wasser diese welkende Feuerblume nun beleben kann. Ja, das heißt, wir brauchen, also unser Weg ist wohl das Wasser. Und ja, wie schon im ersten Part angedeutet, ich werde versuchen, nur noch mit Facecam dieses Let's Play zu nehmen. Okay, alles richtig gemacht. Aber erstmal die Papierfalken hier rein. Weil ich drücke meistens deswegen ja. Ich müsste gerade nach unten drücken, also nach unten ziehen. Und das ist ein Samen, oder? Schrumpelkorn, ein Korn, das wegen Wassermangels verschrumpelt ist. Also ich hoffe, es nervt euch nicht, wenn ich das da manchmal so mache, aber ich denke nicht. Also ich versuche auch, das Spiel natürlich auf 100% durchzuspielen. Also ich versuche halt alle Schnipsel und so zu finden. Kann natürlich lange dauern. Aber ich versuch's. Hauptsache hier habe ich es jetzt. Und warte mal, hier sind Münzen. Ich bin ja geldgeil. Also ich fände es auf jeden Fall cooler, wenn man den Beutel auf jeden Fall vergrößern kann. Also es wird bestimmt noch kommen, aber leider noch nicht jetzt und das nervt halt ein bisschen, aber ich sag nichts dazu, es macht halt trotzdem. Also meine Zuschauer, also die längeren Zuschauer wird es bestimmt kennen, dass ich mich so oft verdrücke. Leute, oder für die neuen Zuschauer, es passiert halt manchmal. Alter, genau deswegen will ich wahrscheinlich farmen, wenn ich halt nicht aufnehme. Das ist, glaube ich, jetzt auch der Grund einmal. Es nervt schon. Am besten, also ich fände es cool, wenn man das auffüllen kann für 50 Münzen. Würde ich sofort machen. Klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber würde ich mal machen. Jetzt komm. Ja, Leute, ich werde auf jeden Fall immer am Ende des Parts einmal farmen. Bis wir auf jeden Fall irgendwann mal einen größeren haben. 1000 Münzen. Hat sich aber gelohnt, finde ich. 1000 Münzen. Hm. Das heißt, wir werden wohl hier sehr viele Parts stecken. Und immer, wenn es geht, am besten hier machen. Oh, jetzt kann ich aber hier richtig gut auffüllen. Ah ne, das sind diese bunten, die ja, stimmt hier. Irgendwie habe ich ein Gefühl, es ist irgendwie hätte ich gar nicht. Oh. Hast du das einen Weg? Hier ist ein Weg, oder? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Vielleicht ändert sich was, wenn wir einfach noch weitergehen. Okay. Wir gehen nochmal weiter, oder? Hast du das Gefühl, dass wir nicht vorankommen? Ja. Manchmal, wenn ich so richtig geknickt bin, muss ich einfach eine Pause einlegen, um wieder bei einem klaren Kopf zu sein. Du weißt schon, einfach irgendwo sitzen, wo es schön flach und beleuchtet ist, auf diesen Baumstamm. Nee. Ich glaube, das ist eine üble Idee. Hey, wer ist da? Wir können doch nicht einfach so auf den Kopf von unserem Gevater
stumpfen Struck sitzen Jürschchen. Ja genau, er ist der Älteste dieses Wald. Etwa Respekt, wenn ich bitten darf. Er hat Zweigen, die älter sind als du. Und es ändert gar nichts, dass diese Pappnase ihn einen Baumstamm kürzer gemacht haben, denn er ist aus härterem Holz geschnitzt. Oh ja, danke, meine Lieben, ihr seid gute Kinder. Und du, junger Kerl, und sag deinem garstigen Papierfreund, wie es um mich steht. Seit ich den abgestiegenen Ast bin, habe ich nicht mal genug Kraft, euch junge Manieren beizuspringen. Ja genau, sagst ihm, Toads dürfen nicht hier rein. Seit ihm so übel mitgespielt worden, ist unser Gevater Stumpfenstruck nicht mehr der Alte. Deswegen ist er auch sauer auf euch, falsche Papierleute, die Bäume in der Blüten ihre Jahre klein sehen. Schämt euch! Ach so, und noch etwas. Du brauchst Gevaters Stumpfenstrucks Erlaubnis, wenn du diesen Wald jemals verlassen willst. Du hast also schon einmal da bist, machst dir gemütlich, denn du bleibst für immer hier. Für immer? Da ist richtig, das ist richtig lange, glaube ich. Das schaffe ich nicht. Also groß war schon. Wir gehören nicht zu den Leuten, die ihnen was angetan haben. Ich bin doch nicht mal aus flachem Papier, sondern Origami. Was denn Origami, sagst du? Deine Augen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Nun, denn wäre es, dann könnt ihr mir vielleicht helfen. Wenn es euch gelingt, meine Energie wiederherzustellen, ließ ich euch wieder euren Weges geben. Das ist richtig großzügig von ihnen, ehrlich. Ich wünschte nur, ich wüsste, wie man ihre Energie wiederherstellt. Aber wir sind gerade ziemlich in Eile, also werden wir unser Bestes tun, um ihnen zu helfen. Na gut, wenn ihr Gevater Stumpfen hilft, dann dürft ihr auch noch etwas herumwandern. So, bitteschön, ihr könnt euch jetzt entlang des Berges frei bewegen. Entfernt euch aber nicht so sehr, die Suche nach dem Geidenkorn hat oberste Priorität. Das heißt, dass man nur Gevater Stumpfenenergie wiederherstellen kann, viel Glück. Ist das vielleicht dieser Korn, den wir haben, also gefunden haben, dieser Schrumpfliche? Und ich bin gerade sehr froh. Ah, das ist also dieser, die Bäume sind das. Geht er zur Quelle? Quelle, ich will mal baden. Schön baden. Aber wenn hier eine heiße Quelle ist. Ich will den Baum, den alten Baumstamm helfen, ja. Scharrenschlacht! Ey, die Mucke ist geil. Hey, unser erster Kampf ist jetzt schon wieder total lange her, oder? Ich glaube, ich weiß noch, wie das alles funktioniert. Wie sieht es bei dir aus? Versuchen wir es doch mal. Ja, ich glaube, ich kenne noch alles. Na gut, bis hier sieht alles bekannt aus. Also du musst diese Fallschirme anordnen, weißt du noch. Ja, ich weiß, wie das geht. Diese Gummis sehen so aus, als könnte man sie in einer Reihe... Danke! Voll angeordnet, Angriffszahl erhöht. Du hast sie richtig angeordnet, Mario. Ja, ich weiß, wie das geht. Ja, ich weiß, wie das geht. Okay. Ah, oh, hatte ich schon Aktionsbefehle erwähnt? Wenn du A drückst, sobald du auf deinem Gegner landest, wird der Angriff noch stärker. Danke, jetzt habe ich es endlich. Probier es auf. Drücke A, wenn das Symbol aufblitzt, siehst. Okay, cool. Supi, die Sprünge auf der Art toll angeordnete Gegner macht so viel Spaß beim Anschauen. Wenn du in einem Kampf mehrere Aktionsbefehle ausführen kannst, sind deinen Gegner im Ratzfatz Konfetti. Okay, jetzt kommt der Hammer. Okay, noch eine. Ja, ich weiß, wie das alles geht. Ich brauche keine Hilfe. Okay, die ersten Kämpfe sind leider immer die nervigsten. Ist halt so. Ja, ich weiß, was zu tun ist.
Also ich bin gerade ein bisschen dumm, weil ich muss noch ein bisschen mit der Ordnung da machen. Die sind alle so toll angeordnet. Gut gemacht, Mario. Du bist wirklich ein Profi, weil ich vertausche mal da, ja. Ja, let's go. Es gibt ja noch. Du kannst mir da mal. Ja, ich weiß. Oh Mann. Ja, ich weiß das. Bist du bereit, das auszuprobieren? Ja, okay. Let's go. Spitze. Ist okay. Ach, das war ein Klasse. Du hast alle vier Gumbas mit einem besiegt. Es gibt noch andere Arten von Aktionen, die auch total wichtig sind. Wenn Gegner dich angreifen, drücke A, kurz bevor sie dich umblocken und ja, den Schaden zu bringen. Los Mario, ordne einfach weiter die Gegner an und verwende Aktionsbefehle. Alter, wir kriegen voll viel Geld. Money, money, money. Leute, ich gebe euch einen Fünfer ab im Spiel. Ey, das ist halt ganz toll, wenn Fallschirm besiegt, gibt es riesen Schnipsel. Und bei den ganzen Löchern hier können wir alle gebrauchen, die wir finden, würde ich sagen. Eigentlich toll, wir werden einen Gegner los und bekommen auch noch Schnipsel, wenn sie explodieren. Es ist wie auf einer Party. Ja. Trotzdem, wie kann es sein, dass es so tief im Wald schon Fallschergen gibt? Ob sie einfach überall herumlaufen und Unheil anrichten? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl wegen dieser Sache. Okay, Leute, wir werden aber jetzt noch dieses Loch hier füllen. Und dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Paper Mario. The Origami King. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Und ja, bis dann und ciao, ciao.